Und innerhalb der Grünen soll ja bereits entschieden worden sein, dass bei einer möglichen Regierungsbeteiligung Robert Habeck das Amt des Vizekanzlers bekommt. Diese Postenverteilung, bevor es überhaupt Sondierungsgespräche gegeben hat, kommt bei Fraktionschef Trittin so gar nicht gut an. Wird er der neue Vizekanzler in einer möglichen Ampelregierung dann unter einem Kanzler Scholz? Angeblich sei diese Frage, ob er oder Annalena Baerbock, längst geklärt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, dass die Wahl auf Robert Habeck gefallen sei. Er, der schmerzlich auf ein mögliches Kanzleramt verzichtet hatte. Doch verraten will man nichts. Es gehört ja zu der Verantwortung, die wir jetzt hier mehrfach betont haben, dass man gut vorbereitet und geklärt reingeht, so wie Sie das von uns kennen. Und es gehört aber auch zur Verantwortung, diese Klärung dann nicht zum Markte zu tragen. Aber gehen Sie davon aus, dass wir komplett sortiert sind. Anders als Armin Laschet hat Olaf Scholz im Wahlkampf kein Team vorgestellt, mit dem er ein Kabinett bilden würde. Es gab nur ihn, nur Scholz. Jetzt gibt es dann noch ihn, FDP-Chef Christian Lindner, in einer äußerst bequemen Position. Er ist Kanzlermacher Nummer 1 und das wird er nicht gratis machen. So gut wie sicher gilt, dass Lindner das Finanzministerium beanspruchen wird, obgleich dieses wichtigste Ressort eigentlich der zweitstärksten Kraft, also den Grünen, vorbehalten wäre. Die, davon geht man aus, ebenfalls auch erst einmal um dieses Ressort schachert werden. Sollte Lindner gewinnen, müsste Scholz ihm einige steuerpolitische Vorhaben, die die FDP auf dem Zettel hat, zugestehen. Für die Grünen-Parteichefin Baerbock wäre das Außenministerium denkbar, das üblicherweise an den zweitstärksten Koalitionspartner geht. Auch hier könnte sie Klimaschutz international vorantreiben. Alternativ oder zusätzlich wäre für die Grünen ein aufgewertetes Umwelt- und Klimaministerium denkbar. Über Boris Pistorius, Innenminister von Niedersachsen, munkelt man, dass er Ambitionen auf das Innenministerium habe. Der FDP-Generalsekretär Volker Wissing wird als möglicher Kandidat für das Wirtschaftsministerium genannt. Dass er gerne Gesundheitsminister werden würde, ist ein offenes Geheimnis. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht die Politik der Regierung in Sachen Corona durch das gute Wahlergebnis für seine Partei bestärkt. Er könnte sich jetzt Hoffnung machen, die Deutschen aus der Pandemie zu führen.